Ich darf als zweiten Redner Max Otto Zitzelsberger ankündigen. Er hat ebenfalls an der TU München studiert, seit 2010, wo ist er eigentlich? Ah, da. 2010 ist er dort als Assistent am Lehrstuhl von Florian Nagler tätig und ein Jahr später hat er sein eigenes Büro in München gegründet. Seit 2017 ist er Juror und engagiert sich im Gestaltungsbeirat der Stadt Pfarrkirchen. Zu sehen bekommen wir die Sanierung des Heustadels in Kneiting. Grüß Gott. Ich habe das jetzt mal genannt, Reparatur eines alten Stadels. Schaut man auf die Bretter dieses kleinen Bauwerks, so ist es schwer möglich, nicht darüber nachzudenken. Sie regen an, sich zu positionieren. Zumindest ist es die Erfahrung, die ich gemacht habe, seit dieses Projekt publiziert wird. Einfühlsam postulieren die einen, Heimattümelei schreien die anderen. Formalistisch und historisierend sind die zentralen Begriffe der Kritik. Doch was wollen diese Begriffe eigentlich sagen? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Der Vorwurf des Konservativismus schwebt über all den genannten Äußerungen. Und auf den ersten Blick kann ich diese Kritik auch nachvollziehen. Doch gestatten Sie mir kurz laut darüber nachzudenken und die Frage zu stellen, was ist denn konservativ? Konservativ sind herkömmlicherweise Personen, die Neuem gegenüber skeptisch sind oder sich ihm gar verweigern. Sie versuchen, Althergebrachtes zu konservieren. Das Konservative im politischen Sinne ist scheinbar immer rechts der Mitte positioniert, während das Fortschrittliche gerne dem linken Spektrum zugeordnet wird. Soweit so klar. Dass die Bayerische Partei der Christlich-Sozialen Union konservativ ist, würde niemand bezweifeln. Der berühmte Trachtenanzug steht für ein klares Bekenntnis zur Tradition. Doch beim Blick auf bayerische Firmen und auf die Agenda der besagten Bayerischen Volkspartei wird schnell klar, dass technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum zentralen Säulen ihres politischen Selbstverständnisses sind. Die CSU ist in meinen Augen eine lupenreine neoliberale Partei, die hinter dem Deckmantel des Konservativismus, dem Glauben an ein unendliches Wachstum, verfallen ist. Bewahren und schonen im Sinne einer echten Tradition ist nicht ihr eigentliches Interesse. Karl Marx schreibt in seiner berühmten Feuerbach-These: Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es gilt aber, sie zu verändern. Peter Sloterdijk denkt diesen Satz anders. Er sagt, Philosophen haben die Welt immer nur verschieden verändert, es gilt aber, sie zu bewahren, zu schonen. In dem Sinne glaube ich, dass unsere Welt mit ihren gigantischen Problemen, die entstanden sind, weil sich westliche Gesellschaften nie von dem Gedanken eines unendlichen Wachstums befreit haben, nur dann eine Zukunft hat, wenn wir wieder lernen, zu bewahren und zu schonen. Der Glaube an ein nie enden wollendes Wachstum ist vor allem ein Glaube daran, dass technischer Fortschritt die Lösung all unserer Probleme ist. Und Sie verzeihen mir, wenn ich das als naiv bezeichne. Kommen wir zurück zu den Kneitinger Brettern. Ich habe bei diesem Projekt exemplarisch versucht, die regionale Wertschöpfungskette lückenlos anzuwenden und im Sinne einer konsequenten Kreislaufwirtschaft zu handeln. Zunächst wurde ein scheinbar nicht wertvolles Gebäude, in das Menschen schon einmal viel Energie investiert haben, erhalten. Für die Morphologie des Ortes war dies von zentraler Bedeutung. Der Ort Kneiting, der an so vielen Stellen seine stabilen Strukturen verliert, wurde zumindest hier geschont. Das alte Holz der Bretter wurde größtenteils wiederverwendet. Es wurde nur so viel neues Holz verbaut, wie unbedingt notwendig war. Dieses Holz stammt aus dem nahegelegenen Wald,
wurde in einer kleinen Säge geschnitten und von regionalen Handwerkern verbaut. Das Projekt ist keine Sanierung, sondern eine Reparatur. In dem Sinne versteht es sich als schonend und bewahrend. Nicht, weil es zurückschaut und meint, früher wäre alles besser gewesen. Nein, die Kneitinger Bretter stellen die Frage, ob es nicht Wahrheiten aus vergangenen Zeiten gibt, die wir weitertragen können oder gar müssen, die wir brauchen, um in Zukunft gut leben zu können. Und deshalb bezweifle ich an so manchen Positionen und stelle die ein oder andere Frage. Könnte es sein, dass die CSU gar keine konservative Partei ist? Könnte es sein, dass die Architektur des Stadels vielleicht total konservativ ist, aber an der Zukunft viel mehr interessiert ist als all die, die glauben, unendliches Wachstum wäre die Lösung schlechthin? Könnte es sein, dass scheinbarer Fortschritt eigentlich ein Rückschritt und ein Blick zurück auch ein Blick nach vorne sein kann? Doch nun aber Hand aufs Herz. Regionale Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft alleine werden auch nicht reichen, um die Zukunft unserer Welt zu sichern. Oder doch? Peter Sloterdijk beschreibt in seinem Buch Die schrecklichen Kinder der Neuzeit wunderbar das frühe 20. Jahrhundert als das der großen Projekte und das 21. Jahrhundert als das der kleinen Maßnahmen und Reparaturen. Ein kluger Mann hat die moderne westliche Gesellschaft einmal mit einem maroden Schiff verglichen, das unbedingt in ein Dock müsse zur Generalüberholung. Allein so ein Dock steht nicht zur Verfügung. Und so müssen wir dieses Schiff bei laufender Fahrt immer wieder notdürftig flicken und reparieren. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.